herzliches Grüß Gott. Schön, dass du da bist. Damit wir nun solch eine Geschenkbox herstellen können, benötigen wir Schablonen. 3 Stück. Wie diese hergestellt werden, erfährst du jetzt. Du benötigst einen karierten Block, Schere, Tesafilm, Lineal, Stift. Zunächst machen wir einen kleinen Ausflug in die Mathematik. Ein Würfel, ein Fastwürfel, der besteht, wie wir ihn hier brauchen, aus 5 Flächen, die quadratisch sind. Die Grundfläche ist 10 cm mal 10 cm. Du brauchst also 5 Quadrate, die 10 mal 10 cm sind. Unser nächstes Teil wäre 9 mal 9 cm. 5 Flächen, 9 mal 9 cm. Und unser letztes Teil ist 7 mal 7 cm. 5 Quadrate mit der Fläche 7 mal 7 cm. Wir beginnen mit dem größten. Zeichne dir diese Quadrate möglichst papiersparend und platzsparend auf. Das heißt, ich rechne mir jetzt aus, wie lange mein Papier hier ist. Das ist keine 30 cm. Also bekomme ich nur 2 Quadrate untereinander. Ich zeige mir auf das Papier nun 10 mal 20 auf und schneide meine 2 Quadrate aus. Meine Quadrate, 5 Stück, habe ich aufgezeichnet. Ich habe meine 5 Quadrate ausgeschnitten. Und werde sie nun mit Tesafilm zusammenkleben. Mein Grundgerüst für unser Geschenkwürfel ist fertig. Wir haben hier jetzt den mit 10 mal 10 cm hergestellt. Du gehst für den 9 mal 9 Würfel genauso vor und für den 7 mal 7 ebenso. Ein Würfel ist es ja nicht, denn uns fehlt ja die obere Fläche. Also 5 Quadrate jeweils in der angegebenen Größe. 10, 9 und 7 cm. Wir sehen uns, wenn du fertig bist. Zusätzlich zu deinen 3 Würfeln benötigst du noch einen Deckel. Du schneidest dir ein Quadrat 16 mal 16 cm aus und zeichnest einen Rand von 2,5 cm auf jeder Seite ein. Außerdem benötigst du für die kleinen Täschchen ein Rechteck mit 8 cm Breite und 9 cm Länge. Du zeichnest dir dieses Rechteck auf und schneidest es aus. 8 mal 9 cm. Falte dieses Rechteck nun in der Mitte, Ecke auf Ecke, Kante auf Kante, und zeichne dir
in dem oberen vier Kästchen eine Diagonale ein. Und in dem unteren vier Kästchen auch eine Diagonale. Nun schneidest du die größere Diagonale und die kleinere Diagonale ab und faltest oder zeichnest hier die Faltlinie ein für dein Täschchen. Für dein Täschchen, das Sie später aufkleben, wird der äußere Rand mit einem Zentimeter umgefaltet und so können wir unser Täschchen dann auf unsere Taschen aufkleben. Das heißt, bevor wir jetzt weitermachen, benötigst du einen Grundriss in 10 cm, 9 cm, 7 cm. Für den Deckel ein Quadrat 16 x 16 cm und eine Schablone 9 x 8 cm, bei der du bereits die Ecken entfernt hast. Dann können wir weiterarbeiten. Such dir nun etwas dickeres Papier. Ich habe hier ein Tonpapier genommen, das etwas dicker ist, in zwei Farben. Das Modell deines Würfels so auf das Papier, dass du die Ränder links und unten nutzt. Überträgst du mit einem Lineal und einem Bleistift die Randlinien. Immer in eine Richtung und pass auf, dass der Würfel nicht verrutscht. Du siehst, ich habe mir jetzt auf mein eines Tonpapier mit der bläulichen Farbe meinen Grundriss mit 10 cm und mit 7 cm gezeichnet und auf mein grünes Papier habe ich den Grundriss mit 9 cm, den Deckel und zweimal das Täschchen gezeichnet. Bitte pass auf, dass du platzsparend einzeichnest. Ich kann hier jetzt noch das Täschchen nochmal einzeichnen. Dafür werde ich den Restplatz nutzen. Und ja, der nächste Arbeitsschritt wäre jetzt das Ausschneiden dieser Teile. Du hast jetzt einen Grundriss in 10, einen mit 9, einen mit 7, ein Quadrat mit 16 für den Deckel und 4 Täschchen ausgeschnitten. Dann nehmen wir unseren kleinsten Grundriss mit 7 cm und suchen eine Tasse, die genau in die Mitte hineinpasst. Nehmen unsere Reste, zeichnen
den Kreis auf. Und unsere beiden Kreise sind fertig. Der nächste Arbeitsschritt ist nun, wir nehmen unseren Grundriss mit 10 cm und falten die Quadrate nach innen. Dazu nehme ich mir als Hilfsmittel ein Lineal, lege es auf und falte die Kante um, streife sie schön aus, die Bogkante. So verfahre ich an allen vier Seiten. Du musst aufpassen, dass es bündig da liegt. Um- und ausstreifen. Das arbeitest du jetzt auch an den 9 cm Grundriss und an den 7 cm Grundriss nach. Wir zeichnen uns jetzt auf unserem Deckel den Rand auf allen Seiten mit 2,5 cm ein, sodass in der Mitte ein Quadrat 11 x 11 cm entsteht. Pass auf, dass du ihn auf dieser Seite einzeichnest, wo du eh schon die Bleistiftstriche hingezeichnet hast. Nimm dein Modell und falte deinen Rand nach innen. Leg ihn auf dein ausgeschnittenes Blatt und fahre den Rand nach. So hast du gleich die Linien, wo umgefaltet wird. Und du kannst anschließend das Lineal anlegen und ebenso wie bei den Grundrissen falten. Anschließend wieder schön die Laschen mit dem Lineal ausstreifen. Das arbeitest du jetzt an allen anderen Taschen auch, die du hergestellt hast. Fertig. Gefaltet. Du hast jetzt die Linien für den Deckel aufgezeichnet und faltest jetzt auch den Rand nach innen. Du legst dir wieder das Lineal hin und biegst das Papier über das Lineal darüber und so verfährst du an allen vier Seiten. Erst umfalten, dann ausstreifen und dann schneiden wir ein. So,
Und jetzt schneiden wir hier ein bis zu der Linie. Bis zu diesem Punkt einschneiden, an allen vier Ecken einschneiden, einschneiden, umdrehen und genau gegenüberliegend einschneiden, einschneiden. So, und jetzt kannst du schon sehen, wie unser Deckel am Schluss aussehen wird. Jetzt müssen wir bloß noch unser Geschenkschächtelchen, unseren Geschenkwürfel zusammenbauen. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Ich beginne mit dem Deckel. Und zwar werde ich den Deckel mit dem Klappschnitt verzieren. Das schaut dann so aus. Wie das geht, zeige ich dir sehr schnell. Du nimmst ein Quadrat in der Größe, die du gerne haben möchtest. Ich habe es jetzt ein bisschen kleiner gewählt. Faltest in der Mitte den Faltschnitt. Zeichnest dein Motiv auf. Schneidest dein Motiv aus. Halbierst an der gefalteten Linie. Und klebst es dann auf den Deckel auf. Du könntest natürlich auch ein Herz falten und es aufkleben oder so. Das kannst du entscheiden, wie du möchtest. Und weiter geht's. Ich drehe jetzt meinen Deckel um und falte diese Laschen nach innen. Gebe mit meiner Heißklebepistole, du kannst natürlich auch einen Klebestift verwenden, zwei Punkte darauf und klebe diese Laschen hier fest. Das gleiche passiert auf der gegenüberliegenden Seite. Kleinen Punkt mit der Heißklebepistole und schön zusammenkleben. Wenn du das mit Klebestift klebst, dann ist es bestimmt gut, wenn du dir kleine Wäscheklammern nimmst und hier an den Klebestellen festklammerst, damit diese Stellen gut zusammenkleben können. Und schon ist unser Deckel fertig. Als nächstes nehmen wir uns den 10 cm Grundriss mit unseren Einstecktaschen. Wir schauen immer, dass die untere Lasche unten ist und oben eben der Eingriff und positionieren unsere Täschchen mittig auf unseren Seitenteilen. Diese werden nun festgeklebt, wieder mit Klebestift oder mit der Heißklebepistole. Und schon ist unser erster Grundriss fertig. Nun ist mein erster Grundriss fertig. Ich habe hier jetzt vier Kreise ausgeschnitten. Die werde ich jetzt anbringen. Fertig. Wir nehmen uns nun unseren letzten Grundriss her. Ich habe hier Herzen ausgeschnitten, die ich hier auf den Seitenteilen und auch in der Mitte anbringen möchte. Du kannst hier in der Mitte eine große Kerze hineinstellen oder ich nehme ein kleines Teelicht. Ich werde das jetzt festkleben. Und fertig. Nimm nun alle drei
Teile deines Geschenkwürfels her und positioniere sie aufeinander. Bitte entferne an den Seiten und an den anderen Rändern noch Spuren deines Bleistiftes, denn wenn es mal zusammengeklebt ist, ist das viel schwieriger zu entfernen. Nun setzen wir unseren Würfel zusammen. Du nimmst das unterste Teil, das größte, mit den 10 cm und setzt in der Mitte einen Punkt mit der Heißklebepistole oder mit dem Klebestift. Nimm nun das zweite Teil und setz es ungefähr mit Augenmaß mittig auf und drück es schön fest. Genauso verfahren wir jetzt bei dem dritten. Wir setzen in der Mitte wieder einen Klebespot, nehmen unser letztes Teil und setzen es mittig auf. Festdrücken und schon ist unser Vatertagswürfel fertig. Wir brauchen nur noch unseren Deckel. Und fertig ist unsere Geschenkbox. Du kannst jetzt natürlich auch die äußeren Seiten noch ausgestalten. Auf die Innenseiten schreib doch einfach rein, was du deinem Papa schon lange mal sagen wolltest. Du kannst Bilder von dem vergangenen Jahr, von euren schönsten Momenten hineinkleben. Und in diese Täschchen kann man sehr gut Süßigkeiten oder andere Dinge hineinstecken. In die Außentaschen kannst du einen kleinen Brief, Tee oder Süßigkeiten hineingeben. Ich bin mir sicher, der Beschenkte wird sich freuen. Viel Spaß bei der Herstellung deiner Geschenkbox. Ich freue mich auf ein Bild von dir.